Und damit grüße euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge haben wir gut Rennen gefahren, sind wir gut Rennen gefahren. Und in dieser Folge wollen wir gut Rennen fahren. Endlich fahre ich wieder so, wie ich früher immer gefahren bin. Naja, back to the roots. Kennt man ja, aber ich muss meine Tastatur kurz umrichten. So. Gut. Gut. Okay. Ich starte irgendwie scheiße. Da ist so ein kleiner Grieche daneben, der wird mich schon. Meine Herren, die ziehen ja ganz schön weg. Naja, von mir aus. Die sind mir leider Gottes ziemlich weit voraus. Die sind schnell, die Schweine. Und das war sehr scheiße. Bin ich 60 km/h hinten? Wirklich? Bin ich so unkonzentriert. So, jetzt bin ich schon wieder auf Platz 2. Platz 3. Zwei Blitzer sind noch. Eine Ziellinie. Aber der Vorsprung ist zumindest mal etwas geringer geworden. Auf die Autobahn etwas. Ich glaube, das wird nichts mehr. Auch wenn ich jetzt 311 km/h da reingespeist habe. Ich gehe mir noch 100 km/h hinten. Oh Gott! Warum denn? Egal, jetzt konzentrieren wir uns. Weiter, aber das nicht wirklich mit schlechten Referenzen. Das sind schlechte Referenzen. Kann man da, dass ich jetzt schon Dritter bin. Gott, ist das scheiße heute. Aber jetzt fahre ich wenigstens wieder so, wie man es von mir gewohnt ist. Das beruhigt mich doch in gewisser Hinsicht. Naja. 20 km/h. Okay, das lässt sich machen. Wenn man jetzt gut Gas geben kann. Bam. 11 ist mir immer noch voraus.
Scheiße, Mann. Was mit. Ach, kommt schon. 13 km/h. Vermaledeite. Dreck, Scheiße. Genau. Okay. Jetzt wird's langsam peinlich. Jetzt sollte ich. Ach Gott. Jetzt wird's langsam peinlich. Das mag ich nicht. So, dann machen wir einfach mal ohne Nitro durch. Lieber dafür sicher fahren und nirgends gegen klatschen. Du bist ziemlich knapp auf mit mir, das stört. Man könnte ja meinen, man hat es nicht kommen sehen. Aber man hat es kommen gesehen. Aber ich bin immer noch voraus. Nach km/h ist 50 km/h besser als das letzte Mal. Das möchte ich einfach mal anmerken. Und das war jetzt fast schon ein bisschen zu knapp. 42 km/h, auch akzeptabel. Jetzt 42 km/h, ja, das sieht jetzt schon um einiges besser aus. Gut, aber wenn ich schnell ins Ziel komme, dann passt das. Ungefähr so. Dankeschön. Komme ich jetzt wirklich schon die Dings? Kein Mauthäuschenrennen. Doch, da hatten wir noch ein Mauthäuschenrennen. Aber möchte ich das? Die Frage ist, wie schnell wäre ich wo? So, ja, ich glaube nämlich jetzt kommt. Ich liebe mein Navigationssystem. Ich glaube nämlich jetzt kommt die Fahndungsstufe 5. 5 ist ziemlich heftig. Bei Fahndungsstufe 5, da geht die Sause ab. Sollte man dann schon stark konzentriert fahren. Weil da kommt alles. Alles. Einschließlich der Cross. Mit seiner Spezialeinheit. Und der ist nicht zu unterschätzen, der Junge. Aber mal schauen. Wenn man konzentriert fahren würde, dann wäre das ja alles kein Problem. Das ist eine reine Konzentrationsfrage. Eine Frage des Navigationssystems. Weil der sagt, ich soll durch den Platz da fahren. Übrigens ein wunderschöner Pavillon. Da kann man traumhaft Konzerte führen. So. Der Sprint. Klassischsten Formen eines Rennens. Wundervoll. Alter, der zieht weg. Alter. Der mich einfach wegdrängen wollte. Okay, drängt euch nur gegenseitig weg. Ich schieße mich sowieso schon selbst von der Straße, keine Angst. So, ganz sachte.
Wer sich diese Rennstrecke ausgedacht hat, der gehört auch geschlagen. Ich kann mich hier durchs ganze Zeug durchholzen. Genau. Und vor allem Nitro bringt irgendwie voll wenig, finde ich. Weil auch wenn ich Nitro reinbooste, die Konkurrenz ist immer noch gleich weit voraus. Aber mich überholen ist hier so schwer, weil es auch ein Engstell. Vielleicht an beide Seiten der Welt immer knallen. Das hat doch seine Vorteile. Jetzt kommt ja auch noch die scheiß Polizei daher. So. Hier raufschalten wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv. So. Hui. Jetzt eigentlich Vollgas rein. Ich spüre schon wieder den Gegner im Nacken. So. Scheiß Francis. Wieder etwas Luft. Zwar nicht viel, aber etwas. Und. Wow. Schön. Sagt die Zeit. Ja, tadellos. Radarfall oder eher den Rundkurs. So, hier, es läuft. Trotz dieser anfänglichen Fails. Sagen, es läuft. Ich fahre so gut. Aber es geht bis jetzt. Wieso hast du jetzt nicht reagiert? Naja. Auf jeden Fall, es funktioniert. Wieder ein VW-Golf. Ich glaube, da gibt es immer wirklich oder oft wirklich ein Fahrzeug, das sich an mir orientiert. Weil ich sicher so ein gutes Auto hat. Weil den hinter mir den über. Okay. Das ist scheiße. Bleibt der Ding? Cool. So. Einer ist weg. Also ich glaube, da hätte ich auch rundherum fahren können. Ich wäre immer noch vorne. Taxi elegant ausgewichen. Hier das Taxi elegant genutzt, um die Kurve besser zu nehmen. Ach ja, ich und meine Taxis. Zieh. Ah, super, jetzt hängt es mich hier in die Ecke rein. Toll. So, ihr Bastardi. Einer weg. 3 Sekunden. Wirklich. Toll. Ich möchte so gar nicht mal Rennen fahren.
Ich meine, es wäre sicher gut gegangen, weil 4 Runden, okay, drum und dran, ja. Aber nein, nicht so. Und hier darf man nicht in Gefahr machen, viel zu lenken. Ihr seht, man braucht hier etwas Erfahrung, diese Sprünge gut zu bewältigen. Da muss man möglichst gerade sein. Weil wenn man lenkt, oder relativ lenkt, oder etwas lenkt, dann verzieht es einen leicht. Weil ich habe hier jetzt nicht viel gelenkt und mich hat schon ziemlich stark gezogen. Da muss man ziemlich aufpassen. Aber da springt man so oft runter, normalerweise sollte man das dann schon können. Es fängt an zu regnen. Der fünfte Gang, so eine Steile hinauf. Wo kommt dieses Auto her? In den Abkürzungen ist es normalerweise nicht wirklich so, dass andere Fahrzeuge einem entgegenkommen sollten. Hallo Taxi. Hallo Taxi. Ich höre schon wieder so ein Echo im Hintergrund. So als wäre mir ein Auto auf den Fersen. Aber Gott sei Dank ist der eh nur 20 Meter weg. Hallo Taxi. Wie ich einfach voller Furcht vor jedem Auto davonfahre. Und sogar einen Kauf nehme, auf die Wand drauf zu klatschen. Und ich dann trotzdem wieder alle Autos mitnehme, die mir begegnen. Irgendwann auf der Straße, weil ich nicht so viel Geschwindigkeit habe. Aber irgendjemand hat es beim Ziel auch schon aufgehängt. Wieder gerade nehmen. Annähernd gerade nehmen. Ja, der Computer, der mag das nicht, das Springen. Der kann das nicht so gut. Aber die fangen sich halt auch relativ schnell. Sehr schöner Sprung übrigens. So. Gut, gut, gut. Vorsprung. Gut, gut, gut. Ich hoffe, das Auto ist mittlerweile aus dieser Passage raus. Dann kommt ja schon das nächste. Elegant. Ganz gut. Das Problem ist, die sind mich schon wieder ziemlich dicht auf den Fersen. Wo ich immer die jetzt aufgeholt habe. Wir haben viele Probleme, fällt mir irgendwie auf. Also wenn ich so auf der Minimap beobachte, wie die fahren, teilweise haben die schon ziemliche Schnitzer drin. Also ich meine, von mir kenne ich das ja, aber von denen? Ich würde, der ist immer so vorsichtig. Dass er sich eben nirgends raufhängt oder so. Mir ist das persönlich relativ wurscht. Weil ich trotzdem irgendwie immer gewinne, aber also egal wie viele Autos ich mitnehme und wie viele Wände ich kratze.
weil das hat mich jetzt nicht wirklich viel aufgehalten. Dafür, dass ich das Auto mitgenommen habe. Der Computer hätte dafür gewöhnlich immer wieder gebremst und... Zeug. Oh oh, oh oh, oh oh. Au, 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 scheiße. Wie resettet man? Scheiße. Ich meine, warum resette ich dort oben? Egal. So. Was genau war das jetzt? Da ist die ganze Konkurrenz schon runtergesprungen. Also war dann noch einer hinter mir? Egal. Wird schon nur ein ganz seltsamer Lag gewesen sein. Naja, wenn man auf dem Dach liegt, dann wäre es ziemlich klug, sich zu resetten. Das kostet halt Zeit, wenn man wieder von Null auf starten muss, aber... Ja, seht ihr, wenn man etwas zu viel Geschwindigkeit drauf hat und man lenkt leicht, dann schießt einen durch Sonne und Mond. Das ist scheiße da hoch. Die scheiß Konkurrenz ist schon wieder genau hinter mir. Die sind alle ziemlich knapp hinter mir. Meine Fresse, ist das ein langes Rennen, voll. Das mag ich nicht. Ich knall auch so schon oft genug gegen irgendwelche Sachen, also danke. Ihr müsst mir nicht noch helfen. Ja, da schalten wir wieder elegant zurück. Um die Kurven besser zu nehmen. Solche Sachen eigentlich zu vermeiden. Ne? Ah. Das war logisch, dass das passiert. Jetzt die ganze Geräuschkulisse herkommt. Wow. Okay. Jetzt habe ich wieder etwas Vorsprung. Das heißt aber nicht viel, weil irgendwie sind die ziemlich bald einmal wieder hinter mir. So, da hängt schon wieder ein paar auf, seht ihr? Seltsam. Ich kann hier wieder das letzte Mal hoffentlich für diese Folge runterspringen. Ja, das... Gut. Ach, er lädt mich jetzt selber. Dabei habe ich aber jetzt nicht gelenkt, gell? Das war nur die Geschwindigkeit. Also man sollte da vielleicht sogar, ein kleiner Tipp von mir, etwas bremsen davor. Ach, warum ich mich frage, warum die Framerate auf einmal so abkackt, aber egal. Na, jetzt passt sie wieder. Elegant. Vor allem wie ich über diesen Asphalt schwebe fast. Hui, hui. Wow. Wow. Es läuft, es läuft. Vor allem dieser Rundkurs ist so lang, dass sogar die Gegenstände wieder resetten, also respawnen. Auch interessant. Lustig ist, immer wenn ich ein Auto sehe, dann sehe ich von dem geistigen Auge schon, dass ich drauf auf wie knall. Aus irgendeinem Grund. Fragt mich aber nicht warum. Dieses kleine Kratzen und hat jetzt nicht so viel. Also ich fahre ja schon wirklich sehr profihaft. Aber für die Kampagnen reicht's. Gegen andere Menschen, das muss ich jetzt auch nicht so viel fahren. Wow. Das war Glück. Ich bin ein wirklich von Glück verfolgtes kleines Bengelchen.
Auch etwas, was einem Computer eigentlich nie passiert. Mir hingegen relativ oft. Und Sieg. Ein langes Rennen, das ist 10 Minuten gegangen. Wir haben einen Notruf bezüglich eines Code 6-Fahrers. Also würde ich sagen, das war's einfach mal für heute. Und ich sage, da hängt sie sie mal auf. Hier bei der Tankstelle. Die hängt sie ja alle bei diesem Eck auf. Na gut. Wie du machst halt. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.